Ein fabelhafter Freundetag. Eines Morgens hüpfte die Maus hinunter zum Fluss. Dort setzte sie sich und wartete auf ihre allerbesten Freunde. Libellen schwirrten durch das hohe Gras, Kaulquappen planschten am seichten Ufer und Wasser schwappte sanft gegen die Steine. »Hallo«, sagte der Hase, »was machst du da?« »Ich warte auf meine allerbesten Freunde«, antwortete die Maus. »Dann warte ich mit dir«, sagte der Hase. »Darf ich?« Schmetterlinge flatterten durch die Luft, Bienen summten in den Gänseblümchen und Ameisen krabbelten geschäftig durchs Gras. »Ah, ihr seid das«, lachte der Frosch. »Was macht ihr denn?« »Wir warten auf Mäuschens allerbeste Freunde«, sagte der Hase. »Genau das richtige Wetter zum Warten«, meinte der Frosch. »Kann ich mitmachen?« Sonnenlicht tanzte auf den Bäumen. Raupen kauten gemächlich an Blättern und eine kleine einzelne Wolke zog über den tiefblauen Himmel. »Ein herrlicher Tag«, rief die Schildkröte. »Gehst du baden, Frosch?« »Heute nicht«, sagte der Frosch. »Wir warten.« »Auf Mäuschens allerbeste Freunde«, ergänzte der Hase. »Ah«, sagte die Schildkröte. Es war friedlich und still am Ufer des Flusses. Die Schildkröte teilte ihr Mittagessen. Und als alle satt waren, pickten die Entenküken die Krümel auf. »Köstlich«, seufzte der Hase. »Perfekt«, wisperte der Frosch. »Du hast dir wirklich einen herrlichen Platz zum Warten ausgesucht, Maus«, sagte die Schildkröte. »Stimmt«, sagte die Maus. Die Schatten wurden länger und die Glühwürmchen funkelten wie kleine Sterne. Da reckte sich die Maus genüsslich und stand auf. »So, ich muss dann jetzt mal los«, sagte sie. »Oh, du kannst doch jetzt nicht aufgeben«, rief der Hase. »Ich bin sicher, sie kommen bald«, sagte der Frosch. »Warte doch noch ein kleines bisschen«, stimmte die Schildkröte ein. »Wir warten auch mit dir.« »Auf was warten?«, fragte die Maus. »Na, auf deine allerbesten Freunde natürlich«, sagte der Hase. »Aber ihr seid doch alle hier«, die Maus lächelte. »Hase und Frosch und Schildkröte. Es gibt doch keine besseren Freunde als euch.« Da wurden die drei vor Freude gleich ein bisschen rot. »Das war ein ganz wunderbarer Tag«, lachte der Hase. »Lasst uns morgen wieder warten«, schlug der Frosch vor. »Mit Apfelkuchen«, meinte die Schildkröte. »Dann bis morgen«, sagte die Maus und hüpfte winkend nach Hause. Und so war die Geschichte der Maus zu Ende.